Landwirt.com befindet sich immer wieder auf der Suche nach Selbstbauprojekten. Und genau dafür sind wir auch heute wieder unterwegs. Wir sind aktuell nämlich in Steinhaus bei Wels und statten Florian Spatt einen Besuch ab. Landwirt.com, der Online-Marktplatz für die Landwirtschaft. Ich bin jetzt hier bei Florian Spatt. Hallo Florian. Grüß dich. Florian, du hast uns auch dein Selbstbauprojekt eingeschickt und dich quasi bei landwirt.com damit beworben. Erzähl uns ein bisschen was darüber. Was genau ist das hier? Also ich habe eine 7,5 Meter breite Ackerschleppe gemacht. Die ist letztes Jahr im Frühling entstanden. Und wir haben im Herbst immer relativ viel Rüben und Mais, der spät geerntet wird. Und dadurch wird bei uns viel geackert. Und im Frühling wollen wir möglichst seicht, ohne dass viel Wasser verloren geht, viel Feuchtigkeit verloren geht, die Felder einebnen. Und da eignet sich Ackerschleppe perfekt dafür. Wie lange hast du für dein Projekt gebraucht, was Planung und dann auch Umsetzung betrifft? Und was genau hast du hier eigentlich alles umsetzen müssen? Grundsätzlich, so die Idee von einer Ackerschleppe ist ja nichts Neues. Also ich habe mich ein bisschen an Vorlagen orientiert von anderen Herstellern. Und dadurch ist die Planung relativ schnell gegangen. Für die Fertigung habe ich in etwa so 30-40 Stunden gebraucht daheim in der Werkstatt. Also, der Hauptrahmen besteht aus 200 I-Träger, die was ich nach vorn, also nach vorn und hinten sind verbunden mit U-Schienen. Und ja, in der Mitte ist ein Rahmen und seitlich sind dann zwei hochklappbare Flügel, hydraulisch. Die meisten Hersteller von Ackerschleppen beschränken sie bis zu 5,5-6 Meter Arbeitsbreite, aber wir wollten unbedingt 7,5 Meter Arbeitsbreite haben, weil die Gülletechnik bei uns im Haus auf 15 Meter Breite funktioniert und dann passt es mit den Spuren besser zusammen. Und ich glaube, du hast ja auch ein, zwei Besonderheiten bei deiner Ackerschleppe dabei, oder? Welche genau, wären das? Genau, zwei Besonderheiten. Einmal haben wir die Spurlockerer hinter der Traktorspur, die sind eben stufenlos in der Höhe verstellbar, damit man die Traktorspuren wieder ein bisschen rausbringt. Und das zweite ist im vorderen Bereich die Abblashilfe. Normalerweise verträgt die Maschine leider sehr stark mit Erde und damit man auf der Straße keine Erde verliert, habe ich eben eine pneumatische Abblasvorrichtung, die Erde wegbläst. Heuer ist es natürlich sehr trocken im Frühling und da braucht man es eigentlich nicht. Das heißt, ich werde schauen, ob es nächstes Jahr uns recht gut gefällt und dann werde ich die Abblashilfe quasi auf der ganzen Maschine mit auf eine massivere Variante machen, weil derzeit ist es nur mit dünner Pneumatik verschraubbar und das ist noch nicht sehr filigran, aber nächstes Jahr vielleicht mache ich es dann mit Hydraulikschläuche und Leitungen, dann ist das was Massives. Zu guter Letzt noch, auf welche Kosten bist du gekommen, vor allem im Vergleich zu einer neuen Ackerschleppe? Also der teuerste Part waren einmal die ganzen I-Träger und das Eisen, das waren ungefähr 900 Euro. Dann kommen 500 Euro für Laserzuschnitte dazu. 200 Euro für die Hydraulikzylinder, die ich auf landwirt.com gefunden habe. Und dann noch ungefähr 300 Euro fürs Lackieren und 100 Euro für Zinken, Oberlenkerkugeln und Glatzeug. Also insgesamt ungefähr 2000 Euro. Florian, ich glaube, wir werden von dir noch mehr hören. Ich habe auf deinem Betrieb ja gesehen, das ist nicht das einzige Bastel- und Selbstbauprojekt, das bei dir so herumsteht. Also ich bin mir sicher, landwirt.com wird dich noch einmal besuchen in naher Zukunft. Vielleicht schaut es noch mal vorbei. Ja. Danke schön einmal, dass du uns dieses Projekt vorgestellt hast. Und euch, liebe Zuschauer, danke ich auch fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt Spaß an unserer Videoreihe mit den Selbstbauprojekten. Und falls auch ihr zu den Bastlern und Tüftlern gehört, dann scheut euch nicht davor, schickt uns euer Projekt an landwirt.com. Die Anleitung dazu gibt's auf unserer Webseite. Ihr könnt dort auch Videos, Fotos und Beschreibungen hochladen. Und die kreativsten Projekte werden von uns ausgewählt und besucht.